Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir begeben uns jetzt, würde ich sagen, Richtung, ja, Meridian. X. So, wo ist Prometheus? Da ist Prometheus. Meridian. Und jetzt würde ich sagen, bekommen wir doch mal richtig einen geilen Kammerschlüssel. Ja, wir können nur dahin. Okay. Komm. Oh. Nein. Noch. Komm. Ja, fängt schon gut an. Prometheus, nochmal. Meridian. So, und bitte hier, danke. So. Wahrscheinlich kommt uns dann wieder. Wenn ihr den geheimen VIP-Eingang erreicht, lässt Zero euch rein. Ja, nice. Katagawa rührt sich nicht. Er muss noch sauer sein, dass wir sein Schiff hochgejagt haben. Er heult wahrscheinlich irgendwo in einem Fondue-Whirlpool oder was auch immer sein Ding ist. Superfan! Oh! Oh. Ich hoffe, ich darf mithören. Aber deine Echo-Verschlüsselung ist für'n Arsch. Ich habe mich mit Katagawa unterhalten. Er dachte, er könnte von einem Anti-Schwerkraft-Pool aus einem Krieg gewinnen. Ich habe ihn angestupst. Mhm. Warte mal. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Gut. Ich habe ihn angestupst. Hast du das? So, weil die jetzt wissen, dass wir kommen, ne? Na schön. Hier rüber, ihr Hackfressen. Ah, die Waffe ist cool. Die ist echt cool. Doch. Also jetzt ist es vorbei. So, jetzt, ihr wisst es schon. Immer wenn ich hier an diesem Platz bin, muss ich schauen, was wir. Duck dich. Was wir hier haben. Kopf. Plus eins, ja, naja. Ey, das ist voll unhöflich. So. Ah, genau, auf der Sanctuary habe ich einen neuen Skin, beziehungsweise, nee, doch, einen neuen Skin gewählt. Und zwar dieser orange leuchtende. Den haben wir, glaube ich, letztes Mal gefunden. Und da habe ich das orange leuchtende halt einfach in blau gemacht. Oder so blau-weiß. Und das war besser. So. Bum, badim, bum, badim, bum, bum. Kugeln kauft man. Hä? Muss ich doch nicht hier sein? Hat es nicht. Ach so. Das ist hier hinten. Ah. Hä?
Oh Mann, da bin ich ja voll falsch. Super, cool. Gut. Bisschen XP gesammelt. Das ist wohl wahr. Na, jetzt rechts. Was ist denn da? Cool. Nichts. Warte, hier oben ist noch was. Oder über mir. Wahrscheinlich über mir. Gut. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Na gut. Ah. Ja, moin. Dachte mir schon, dass wir unterbrochen werden. Die Waffe ist echt geil. Mag ich voll. Gut. Das war das. So. Jetzt mal schauen. Der Zero ist wieder dabei, das ist natürlich super. Der macht uns auf. Wieso macht er uns auf? Achso, ja, klar. Ich dachte gerade, weil, wir sind im Krieg und kämpfen hier die ganze Zeit. Wieso sollte er uns dann aufmachen und nicht selbst irgendwie kämpfen? Aber ist ja klar, drinnen ist es wahrscheinlich total clean. Oh, da seid ihr ja. Klasse. Zero, lass sie rein. Zero? Sie sind hier, Kumpel. Mach die Tür auf. Zero ist nicht da? Na toll. Dann lasse ich euch selbst rein, weil ein Vorstand ja die ganze Arbeit selbst macht. So. Zero ist nicht da. Kommt in mein Büro/Museumsaquarium, damit ich euch das köstliche Schlüsselfragment geben kann. Jetzt muss ich nur noch ausfinden, wo Zero steckt. Locker bleiben, Liam. Der Kammerjäger gehört zu mir. VIP, voller Zugang. Oh, tut mir leid, Sir. Wow, ein echter Kammerjäger. Sofort, Sir. Ja. Willkommen bei Atlas. Es wurde alles neu aufgebaut. Das alte Atlas war nicht mehr als ein Haufen Geröll und Insolvenzunterlagen. Schön, dass du's hier riechst. Sieht sicher toll aus, wenn alles abbrennt. Krieg dich wieder ein, Katagawa! Du kannst die Stadt nicht halten, das Schlüsselfragment hast du verloren und jetzt verlierst du auch noch den Anschluss an die Realität. Du kommst nicht an meinen Verteidigungsgeschützen vorbei. So. Gesperrt, nicht gesperrt. So.
Erstmal Bank ausgeraubt, sehr schön. Ich vielleicht nicht, aber dein Freund Zero schafft das. Hä? Von wegen, weil der Zero... Ja, nee, das ist nicht Zero. Ja, such weiter. Ohne die Geschütze sind wir Zielscheiben. Wir dürfen Atlas nicht verlieren. Ja, no problemo. Ah, Atlas-Soldat. Ups, ich... Hi. So im Feuer, du bist ein Elektro-Heini. Wenn wir noch mehr Geschütze verlieren, geht uns langsam die Verteidigung aus. Beeil dich! Ja. Hat jemand irgendwie Heilung oder so? Gut, dann müssen wir herausfinden, wer das jetzt gemacht hat. Bleib liegen, Lusche. Ist auch fertig. Jetzt kommst du. Ist auch fertig. Jetzt kommst du. Bam, 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 bam. Gut. Ah, Sniper. Aber ein schlechterer, aber der gibt Money. Das gibt auch Money, das auch. Super. Was gibt's hier? Pistole. Aber ich bin nicht so ein Revolverheld, ne? Gelle. Dein bester Kumpel Zero ist dir in den Rücken gefallen. Wie fühlt sich das an, Reese? Schnauze, Katagawa! Zero würde mich nie hintergehen. Nee, würde er echt nicht. Aber, nee. Wenn die das aber jetzt so gescriptet haben, dann bin ich sehr unzufrieden. Reese, sieht aus, als hätte Zero dein Verteidigungspersonal getötet. Nein, hat er nicht. Nein. Zeros Loyalität steht außer Frage. Wo er auch steckt, der muss einen guten Grund dafür haben. Konzentrier dich darauf, Maliwon rauszukicken. Aber, warte. Nee, das ist er nicht. Weil Zero würde nie ein Schwert von sich da lassen. Vor allem jetzt, wo er dieses coole Schwert hat. Er hat ja jetzt dieses Lichtschwert-Stromding. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein anderer Typ.
Schalte sie aus. Lange halten wir nicht mehr durch. Verteidigung im Hof ist wieder online. Wenn wir die hinteren Verteidigungen auch wieder online bringen, haben wir eine Chance. Geh durch den Atlas Tower. Meine Leute haben dort noch die Oberhand. Was ist das? Wo geht's da hin? Wahrscheinlich nach unten. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme ja. Dachte ich, ich sehe dich nicht, ja? Es kann losgehen. Strengt euch doch wenigstens an. Ja schon. Ich musste nicht mal meinen Bären holen. Hey, jetzt? Jetzt ist er ist schon fast vorbei. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Ich bin hier pissend. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Pissend und scheißend, okay. So, dann geht's mal weiter. Die brauchen unsere Hilfe. Wir werden verhindern, dass sie. Was? Zero? Was soll das machen? Soldat, wage es ja nicht, Zero mit deinen letzten Worten schlecht zu machen. Sag, dass dich jemand anderes umbringt. Aber sowas von. Ach, komm schon! What? Hey. Keine Munition mehr. Das ist natürlich gut. Bringen wir es hinter uns. Das ist jetzt nicht ganz so super. Ah, ich könnte ja meinen Bären holen. Hallo. So. Da gibt's was von Clappy. Verdammt, ich komme da nicht rein. So, dann wollen wir mal. Okay. Wow, das bringt uns nichts.
Was? Alter. Was geht denn da jetzt ab? Schade, dreimal. Alter, okay, wird gerade alles übernommen, aber ich zock jetzt hier. Ich will einen Skin haben. Nein. Ich will einen Skin haben. Skin, Skin, Skin. Nein. Lavalampe, was ist eine Lavalampe? Jacke, Maske. Jack Maske. Ah. Okay, einmal noch und dann machen wir weiter. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Dann das da, das da. Warte. Mit welchem Level bekommen wir das eigentlich? Minus Waffenschaden ist natürlich immer sehr gut. Not. Okay. Dann versuchen wir mal. Chris, ich will Atlas gar nicht mehr. Deine Marke ist. Atlas hat mich belogen. Ich mache mehr Gewinn, wenn ich die Organe deiner Verdammt, Angestellten verkaufe, statt deine Fummel. Dabei haben sie nur ihre Verflucht seist du, Katagawa! Meine Marke! Mann! Jetzt habe ich ja das voll verkackt. Wieso ist das gesperrt? Natürlich ist das gesperrt. So. Okay, ich brauche Munition, Leute. I need munition. Viel Glück im nächsten Leben. So, nächster. Kann ich da durchschießen? Nee, wahrscheinlich nicht. Der latscht hier nur rum, ne? Juhu! Cooler Effekt. Das Maliwan-Kommandochef ist über unserem Hinterhof. Wenn wir es mit unseren Geschützen abschießen können, ist der gesamte Angriff im Eimer. Mach diese Nullhunde platt. Easy. Hi. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Gute Idee. Greift er den eigentlich auch an? Nee. Na komm her. Aufs Fressen!
Fressbrett. Ja, war das ziemlich. Zu viel für dich? Ich brauche Munition. Wartest du? Danke. Ach, komm mal, komm mal. Psst, psst. Saison. Das ist das Kommandoschiff. Bring die Geschütze zum Laufen. Jojo. Gleich. Ah, Saar 168. Cool, das reicht für 2 Minuten. Die Geschütze sind erledigt. Reese, hast du mehr Feuerkraft? Oh, Kacke. Ah, okay. Wir haben das Viper-Laufwerk im Orbitallaser gelassen, oder? Vielleicht hat er noch genug Saft, um das Kommandoschiff wegzupusten. Halte sie auf, während ich ihn in Gang setze. Ich hab den Lauf. Was hast du? Was? Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Bin ich mir zu 500% sicher. Weil das wäre das. Das würde er nicht machen. So. Ja, was soll er machen? Der für einen Steppdanz da. Tö, ui, ui. Gut, dann würde ich sagen, ja, nächstes Mal schauen wir dann, wer Zero ist. Ich habe überall auf Promethea nach einer weiteren Kammer gesucht. Aber egal, was ich versuchte, an die Magie der ersten Kammer kam es nicht heran. Das Leben verrät dir nicht, wann es seinen Höhepunkt hat. Und ich fragte mich eben, ob da draußen überhaupt noch mehr Kammern waren. Gut, dann, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.